In vier Webinaren und vier Events bringen wir Sie auf den neuesten Stand in Sachen BIM. Dabei konzentrieren wir uns voll und ganz auf die Sicht des Bauherrn. Christoph Müller-Tiede übernimmt jeweils die Fragestellungen für das Projektmanagement. Das tut er nicht nur bei unseren Events und der Roadshow, sondern auch heute. Hallo. Hallo, Ralf. Worauf muss der Bauherr beim Start eines BIM-Projekts besonders achten? Man muss einmal sagen, dass BIM eine Methodik ist, die über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes Nutzen stiftet. Und insofern ist es ganz wichtig, sich im Vorhinein darüber Gedanken zu machen, was ich denn letzten Endes mit einem BIM-Modell tatsächlich für einen Nutzen generieren möchte. Man muss dazu sagen, ein Bauherr hat natürlich den größten Nutzen in der Nutzungsphase selber, denn das ist ja der längste Zeitraum seines Projektes und nicht die Planung oder Errichtung, auf die aktuell oft der Fokus gelegt wird. Das heißt, er muss Klarheit darüber haben, wofür möchte ich in den einzelnen Phasen dieses BIM-Modell anwenden, was möchte ich dafür machen und welche Daten brauche ich dafür in welcher Detailliertheit. Und das nennen wir die BIM-Strategie. Und die ganz am Anfang bis zum Ende geklärt zu haben, ist eigentlich die größte Herausforderung für den Bauherrn am Start eines BIM-Projektes. Und davon hängt dann alles weitere, Vergabestrategien, Vergabemodelle, Organisationsstrukturen und auch die über das Gesamtprojekt, die Modellverantwortung zusammen. Verantwortung, sowas wirkt sich auch immer auf die Organisation aus. Wie verändert sich denn die Organisation und die Kultur eines Projekts mit BIM? Naja, zur Organisation, das, was am deutlichsten ist, ist eigentlich die neuen Rollen, die es gibt. Es gibt dann plötzlich ein BIM-Management, es gibt einen BIM-Gesamtkoordinator und einen BIM-Fachkoordinator. Das sind jene Rollen, die wirklich auch die Verantwortung auf den unterschiedlichen Ebenen, auf der operativen Fachplanerebene, auf der Ebene der Prozessführung Planung oder Prozessführung Ausführung, die das Modell der Fachkoordinatoren zu einem Gesamtmodell zusammenführen. Und dann gibt es auf der Bauherrnseite den BIM-Manager oder die BIM-Managerin, die darauf achten, dass die Qualitäten und die Ziele vorab definiert werden und dann in weiterer Folge auch die Qualitätssicherung und das Qualitätsmanagement vorantreiben. So weit einmal zur Organisation. Kulturell ist es aber ganz wesentlich, dass es hier um eine Kultur des Vertrauens geht, damit so etwas auch funktioniert, weil BIM ist ja jetzt nicht nur ein Tool, es ist wirklich eine Art der integralen Zusammenarbeit. Und das bedeutet, dass Arbeitsergebnisse viel früher geteilt werden, dass auch mal Fehler sichtbar werden sollen, dass wir in eine viel engere Art der Abstimmung und Zusammenarbeit, eine engere Taktung kommen müssen. Und da ist die Grundvoraussetzung Vertrauen, aber auch Partizipation, Vernetzung, Agilität. Also das sind alles Dinge und Themen, die ganz essentiell sind, damit ein BIM-Projekt letzten Endes auch wirklich einen Nutzen stiften kann. Schon gesagt, dass du immer so ein bisschen die Brille aus der Sicht des Projektmanagers hast. Welchen Nutzen bringt denn BIM aus Sicht des Projektmanagements konkret? Naja, es bringt vor allem ganz viel Übersicht, Überblick und Transparenz. Dadurch, dass ich die relevanten Daten immer und vor allem integriert zur Verfügung habe und nicht nach einer Frage in vier, fünf unterschiedlichen Dokumenten nach Antworten suchen muss, habe ich eine ganz neue Qualität der Informationstransparenz und Informationsdatenlage. Und das ermöglicht auf der einen Seite loszulassen, in mehr eine Eigenverantwortung der einzelnen Rollen gehen zu können. Und damit habe ich die Grundlage gelegt, um in agilen Projektmanagement-Methoden denken zu können. Also sei das in kreativen Planungsphasen auch Design Thinking Methoden oder Scrum Methoden, die ich dann anwenden kann, wo Transparenz und die gleiche Informationslage für alle Beteiligten ganz wichtig ist. Aber genauso gut in Ausführungsprozessen ein Lean Management, wo ich ja auch immer ein topaktuelles mit allen relevanten Daten gefüttertes Modell brauche, um hier wieder kurzfristig die richtigen Entscheidungen ableiten und treffen zu können. Und das ist ein riesengroßer Vorteil oder eigentlich die Grundlage für diese neuen Projektmanagement-Methoden. Insbesondere am Anfang, wenn von BIM die Rede war, war immer von der Planungsphase die Rede. Jetzt fragt man sich natürlich, wie wird der Übergang des BIM-Modells von der Planung und Errichtung bis hin in den Betrieb bewerkstelligt und worauf kommt es dabei an? Na, ganz wichtig, wie schon eingangs erwähnt, ist einfach wirklich
hinten beginnen zu denken, also sprich von der Nutzung weg, was möchte ich dann mit dem Modell machen, welche Tools möchte ich dann verwenden, welche Daten sind für mich relevant als Bauherr. Also wirklich hier diese Bauherrnbrille aufsetzen und sich überlegen, in welcher Tiefe, in welcher Struktur, in welchem Format benötige ich die Daten dann, damit ich das Ganze nämlich einerseits in meine CFM-Struktur integrieren kann und andererseits aber auch in der Lage bin, mit meinen gesamten Sensoren und meinen Bewegungsdaten, die ich sammle, dann auch hier dieses statische Modell, um diese dynamischen Daten ergänzen zu können. Und die Frage auch der Auswertung, was möchte ich denn später dann auch sehen? Also welche Daten aus dieser Nutzung heraus stiften denn wirklich einen Nutzen für mich als Bauherrn im Betrieb? Wie kann ich hier optimieren? Das alles muss ich mir ganz zu Beginn überlegen, da ich sonst wirklich nur auf Sicht fahren kann und nicht genau weiß, was bekomme ich denn dann für Daten und was kann ich mit denen machen. Also das ist, glaube ich, der springendste Punkt, wirklich aus der Nutzung wegzudenken und aus dem, was ich dann benötige an Programmen, an Tools, an Daten, um in dieser Nutzung auch einen Mehrwert zu generieren. Herzlichen Dank, ein toller Überblick in einer sehr knappen Form. Vielen Dank und wir geben dann einen tieferen Einblick in den Webinaren, die ihr dazu folgen und in der Roadshow, die wir im Herbst genau zu diesen Themen planen. Vielen Dank, Ralf.